Motor haben wir ganz neu entwickelt, wirklich von einem Clean Sheet V8-Motor, 4 Liter. Das Auto wird nächstes Jahr von 0 auf 100 in 3 Sekunden beschleunigen. Eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 300 km/h, denke ich mal, werden wir damit auch realisieren können. Aerodynamische Entwicklung haben wir wirklich sehr eng mit unseren Kollegen aus der Serienentwicklung hier in den Windkanälen und über CFD, über die Berechnungen gemacht. Ja, das Thema Sicherheit hat für BMW, aber eben auch die DTM, die ITR und den DMSB, ich darf auch den Herrn Schacht und den Herrn Stegner hier begrüßen, höchste Priorität. Das Sicherheitskonzept ist ja auch am Nürburgring schon vorgestellt worden. Die Sicherheitszelle wurde gemeinsam zwischen DMSB, ITR und den Herstellern entwickelt. Zusammen mit dem Überrollkäfig denke ich, dass wirklich ja, das höchste Sicherheitskonzept oder die höchsten Standards, die man sich im Motorsport vorstellen kann, in einigen Bereichen sogar noch höhere Standards, die wir da erfüllen, als es die Formel 1 erfüllt.